Gehen wir nun genauer darauf ein, wie wir mit Gottes Plan im Einklang kommen können. Ich möchte euch drei Dinge nennen, zu denen ihr euch verpflichten sollt. Erstens, wie ich bereits sagte, ihr müsst euch dem Reich Gottes verpflichten. Matthäus 6,33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Matthäus 10, 7 bis 8, Jesus schickt zum ersten Mal die 12 Apostel aus und trägt ihnen Folgendes auf. Vers 7, wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Das ist die Evangeliumsbotschaft. Sie wird heutzutage nicht sehr oft gepredigt. Ich habe oft schon darüber nachgedacht. Soweit ich weiß, haben die Apostel nie einen Heilungsgottesdienst abgehalten. Sie hatten nie einen Gottesdienst, wo die Leute auf die Taufe warteten. Sie sagten einfach nur, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Ihr könnt euch anschließen, wenn ihr die Bedingungen erfüllt. Ich halte es nicht für falsch, für Heilung zu beten. Ich habe schon viele Heilungsgottesdienste abgehalten, aber ich habe erkannt, dass das nicht der Ansatz der Apostel war. Ihr Ansatz war, es gibt da ein Reich. Wenn du die Bedingungen erfüllst, kannst du Teil dieses Reiches werden. Wenn du die Bedingungen nicht erfüllst, dann bist du ausgeschlossen. Und in Matthäus 24, 14 heißt es, und das Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis. Nicht dieses Evangelium der Sündenvergebung oder das Evangelium der Heilung oder das Evangelium des Zungenredens, sondern das Evangelium des Reiches. Die Botschaft hat sich nie geändert. Sie hat so begonnen und so wird sie bleiben. Es ist die Botschaft von einem Reich und von einem König. Ich möchte dies anhand der Reaktion einer Gruppe von Menschen illustrieren, zu denen die Apostel gekommen waren, und zwar in der Stadt Thessaloniki. Wie üblich gab es einen Aufruhr, wie immer, wenn Paulus irgendwo auftauchte. Er verursachte entweder einen Aufruhr oder eine Erweckung oder beides. Ich besuchte mal eine Gruppe von Missionaren in Ostafrika, kurz bevor ich nach Kanada und in die Staaten ging. Es waren liebe Brüder. Sie sprachen darüber, dass sie in einem neuen Gebiet eine neue Gemeinde gründen wollten. Und einer von ihnen sagte, entweder machen wir sie zornig oder froh, Hauptsache sie wissen, dass wir hier sind. Das ist auch mein Motto. Das Schlimmste ist es, ignoriert zu werden. Paulus und Silas kamen also nach Thessaloniki. Und da gab es einen Aufruhr. Die Leute wollten Paulus festnehmen, aber seine Assistenten wussten inzwischen, wann sie ihn verschwinden lassen mussten. Und deshalb war er auf einmal nicht mehr da. Und so lesen wir in Apostelgeschichte 17, 6. Als sie sie aber nicht fanden, schleppten sie Jason und einige Brüder vor die Obersten der Stadt und riefen, diese, die den Erdkreis aufgewiegelt haben, sind auch hierher gekommen. Ich frage dich, würden sie dasselbe auch über uns sagen? Haben wir den Erdkreis aufgewiegelt? Haben wir die Dinge auf den Kopf gestellt? Manchmal sind wir einfach zu höflich und zu vorsichtig. Und oft tun wir alles andere, als die Leute vor den Kopf zu stoßen. Wir wollen oft nur den Status quo beibehalten, ungeachtet dessen, dass der Status quo des Teufels ist. Und dann sagte dieser Mann, diese, die den Erdkreis aufgewiegelt haben, sind auch hierher gekommen. Die hat Jason beherbergt und diese alle handeln gegen die Verordnungen des Kaisers, da sie sagen, dass ein anderer König sei, Jesus. Man kann aus der Reaktion und dem Widerstand der Leute viel lernen, denn genau so hat dieser Mann die Botschaft der Apostel verstanden. Er sagte nichts über die Sündenvergebung oder über Heilung, sondern er sagte, diese Leute präsentieren uns einen neuen König. Warum? Weil sie das Königreich proklamierten. Und genau das hat die Behörden vor Ort erbost. Das richtet sich gegen die Herrschaft des Kaisers. Ich hörte mal einen Bruder sagen, der schon damals hinter dem eisernen Vorhang ein gläubiger Christ war, du kannst den Leuten sagen, Jesus liebt dich. Und keiner wird zornig. Doch wenn du sagst, Jesus ist König, dann werfen sie dich ins Gefängnis. Seht ihr, wir verkündigen oft nicht das Wesentliche der Botschaft. Es gibt einen anderen König. Das ist das Evangelium des Reiches. Ein Reich kommt. Du kannst entweder reinkommen oder draußen bleiben, aber du kannst es nicht aufhalten. Es kommt.
Das ist eine sehr vollmächtige Botschaft. Sie macht dich nicht immer sehr beliebt, aber sie ist vollmächtig. Als sie diese Art Botschaft verkündeten, geschah alles Mögliche. Kranken wurden geheilt, Dämonen wurden ausgetrieben, aber sie hatten nie ein Treffen, wo es ganz speziell um diese Dinge ging. Sie hatten eine Botschaft, das Evangelium, die frohe Botschaft vom Reich. Und ich glaube, damit müssen wir uns in Einklang bringen. Wir sind hier, um zu den Arbeitern zu gehören, die das Reich Jesu herbeiführen. Ich bin absolut pessimistisch, was menschliche und humanistische Lösungen für Weltprobleme anbelangt. Ich glaube nicht, dass der Mensch aus sich selbst heraus seine Probleme lösen kann. Ich glaube nicht, dass die Probleme Krieg, Krankheit, Armut durch menschliche Planung gelöst werden können. Wenn das alles wäre, was ich glaube, wäre ich ein Pessimist. Aber ich bin es nicht, da ich glaube, dass ein anderes Reich kommt. Es ist nicht weit weg. Es kommt ein König, der in Gerechtigkeit regieren wird. Und wo Gerechtigkeit herrscht, herrscht auch Frieden. Studiert mal die Lehre der Bibel über Frieden. Es gibt keine Friedensverheißung, die nicht mit Gerechtigkeit im Zusammenhang stünde. Und aus diesem Grund ist der gesamte Friedensprozess im Nahen Osten eine Farce. Denn dort versucht man, Frieden zu schaffen, aber nicht Gerechtigkeit zu etablieren. Die Bibel sagt, es gibt keinen Frieden für die Missetäter. Das ist das Erste, was ihr tun müsst. Ihr müsst euch mit dem Ziel Gottes in Einklang bringen, nämlich das Reich Gottes zu proklamieren und euren Teil dazu beizutragen, es herbeizuführen.